Hetze, Hass und Mobbing. Hasskommentare im Internet. Eine Flut von Hasskommentaren. Das ist das, was Trolle einfach toll finden. Gibt ja auch gute Gründe, Leute zu hassen. Nazi-Symbolik, Sprüche klopfen am Rande der Volksverhetzung. Fick, Hure. Du bist hässlich wie Scheiße. Du bist einfach nur zu dumm, dich umzubringen. Can't take it anymore. Wer nicht mitmacht, für den ist kein Platz. Wer widerspricht, der soll sich löschen. Das Haten, das Trollen im Internet, eigentlich normale Manöver im Infokrieg. Es gibt geheime Gruppen, politische Organisationen, die online Jagd machen, die Wahlen beeinflussen. Wir werden sie jagen! Das ist aus meiner Sicht der Wahlkampf der Zukunft. Das werden wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Du möchtest Gefreiter werden? Sagt dir der Begriff Umvolkung was? Ich bin Raik Anders, Journalist und YouTuber. Ich mache Videos über Politik seit über 4 Jahren. Und verdammt, ich liebe den Scheiß, die Diskussion und den Streit. Aber etwas hat sich verändert. Wir werden dich suchen und finden. Der Tag wird bald kommen, du Verrätersau. Verlogenes Stück Scheiße, Raik. Fick dich, Raik. Und weil wir schon bei deinem behinderten Kommentar sind... Diese Welle wird dich, Raik, wegfegen. Zielscheibe bin ich, meine Familie, unzählige andere. Journalisten, YouTuber, aber auch ihr. Wer steckt hinter dem Hass im Netz? Und ist der organisiert? Ich begebe mich auf die Suche. Nach dem Hass. Und nach meinen Hatern. Das ist unsere Recherchezentrale. Abgefuckt, aber es gibt ein abgeschirmtes Netz. Über Monate habe ich mit meinem Team undercover recherchiert. Zuerst lerne ich Patrick kennen. Er ist Journalist und kennt den Hass aus seiner Arbeit. Zusammen suchen wir Mitstreiter, Freunde, Freundinnen von Freunden, die sich in ihrer Freizeit mit uns auf die Suche begeben. Wir legen uns doppelte Identitäten zu, sind undercover, als Trolle und rechtsextreme Infokrieger. Wir sind Teil von geheimen Trollgruppen, sprechen mit Drahtziehern und Anhängern. Und wir analysieren Millionen Kommentare. Mit ihrer Hilfe. Natalia ist Hackerin und Data Scientist. Sie hat einen Algorithmus geschrieben, mit dem wir 50 große deutsche Facebook-Seiten und 120 YouTube-Kanäle automatisiert auswerten. Kann man sich vorstellen wie ein virtuelles Gehirn. Das kann lernen, das und das ist Hass und das ist kein Hass. Und das wird, je mehr wir dem beibringen, auch immer besser. Genau wie normale Menschen auch. Der Algorithmus ist für uns das, was der Gerichtsmediziner im Krimi ist. Er findet Spuren. Es gibt, absolut gesehen, wenig Hass im Netz. Nur 3% aller Kommentare sind Beleidigungen, Drohungen und Schmähungen. Aber der Hass ist konzentriert. Bei einigen Kanälen oder Seiten ist fast jeder dritte Kommentar ein Hasskommentar. Mein Kanal zählt dazu. Besonders schlimm trifft es auch Tarik Tesfu. Tarik ist Netzaktivist und YouTuber. Seine Themen? Feminismus, Gleichstellung, Inhalte gegen Rassismus. Ob FeministInnen auch mein Sexismus- oder Rassismus-Fettnäpfchen trampeln? Sowas von leider yes. Wenn man irgendwie mit 500 Kommentaren wach wird am Morgen und denkt sich eigentlich so, heute ist ein geiler Tag, und dann liest du aber eigentlich, was du für ein Vollpfosten bist für andere, dann ist das schon auch verletzend auf eine Art und Weise. Wenn du 2, 3 Kommentare liest, denkst du dir einfach so, come on, was soll's? Aber diese Masse auszuhalten, das ist schon auch dann irgendwie teilweise einfach heftig. Hass ist nicht virtuell, er ist real. Vor allem für die Betroffenen. Sie betreut viele von ihnen. Franziska Kulecki-Lauter ist Psychologin und hat sich spezialisiert auf Betroffene von Online-Hate. Es trifft bei jedem Menschen auf eine Grundangst. Bei sozial ausgegrenzt werden ist eine absolute Grundangst von Menschen. Dann ist die Frage, auf was für eine Psyche trifft dieser Hass. Gehen die Leute eher, die Betroffenen und Getroffenen, eher in eine Aktion und schlagen zurück? Oder ziehen die sich eher zurück und in sowas hineingehen wie eine Depression zum Beispiel, mit Schlaflosigkeit, Gedankenkreisen bis hin zu Essstörungen, Suizidgedanken stehen dann am Ende dieses Spektrums. Aber natürlich gibt es auch Hassanimateure. Die wissen ganz genau, wie sie ihre Community dazu bringen, andere Leute richtig, richtig scheiße zu finden. Und deswegen sehe ich sie schon auch in der Verantwortung. Sie sind, und das ist einfach so, mit dafür verantwortlich, dass diverse Menschen mit Hass überflutet werden. Ich meine, ich habe manchmal, da habe ich mehr Daumen runter als Views. Also auch da merkt man ja, auch das ist irgendwie auch organisiert. Ne? Es sind nicht immer dann nur Einzelpersonen, die das halt machen. Stimmt das? Kann man Hass organisieren?
Wir fragen Dr. Cornelius Puschmann. Er forscht am Hamburger Hans-Bredow-Institut zu Hass im Netz. Also es gibt auf jeden Fall Anzeichen dafür, dass es diese organisierten Machtkämpfe gibt von Personen, die sich extra zu dem Zweck zusammenschließen, gemeinsam Shitstorms hervorzurufen oder gezielt andere anzugreifen und zu mobben. Tatsächlich gab es im vergangenen Jahr Wellen der Hatestorms. Immer wieder tauchen hier die gleichen Akteure auf. Es sind Hate-Communities. Häufig versammeln sich diese Communities um einige wenige Wortführer. Freunde, ihr seid nicht mal Spieler im gegnerischen Team. Ihr seid der verfickte Ball. Wir treten euch nicht mal, weil wir euch hassen. Wir treten euch, weil ihr der Ball seid. Sie stacheln ihre Community auf. Die Videos von anderen sollen massenweise mit Beleidigungen geflutet werden. Eine Debatte, ein Austausch von Argumenten ist gar nicht das Ziel. Sie sind Trolle. Also ein Troll ist ein Internetnutzer, der gerne die Kommunikation von anderen Internetnutzern stört und sich daraus einen Spaß macht. Und bestimmte Diskussionen können im Internet gar nicht mehr wirklich stattfinden, weil sie von Trollen heimgesucht werden und weil sich Leute eben zurückziehen aus dem Internet, weil sie nicht mehr mit den Trollen umgehen können. Michael Seemann lebt in Berlin und im Internet. Blogger, Kulturwissenschaftler. Mit einer Mischung aus Lügen, Halbwahrheiten und Beleidigungen versuchen Trolle, andere Menschen zu reizen. Sie tun das meist aus dem Schutz der Anonymität heraus. Doch wir sind ihnen auf der Spur. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns reinzudenken in das Vorgehen, was macht ein Hater oder was macht ein Troll, und versuchen, dem so nah auf die Spur zu kommen wie möglich, indem wir selbst quasi Hater werden, selbst anfangen zu trollen, um herauszufinden, was passiert da eigentlich. Das ist Sibel. Seit Monaten ist sie als Troll unterwegs im Netz. Sie hat viele Gesichter und Social-Media-Accounts. Im wahren Leben studiert Sibel. Für uns ist sie ein halbes Jahr aber auch. Peter, 35, nervt in 100 Kommentaren am Tag junge YouTuber. Michael, 28, Nerd, mag keine Frauen in Kommentarspalten. Johanna, 22, freundet sich mit anderen Trollen an und chattet auch privat mit ihnen. Sibel knüpft auch immer ziemlich schnell persönliche Kontakte. Das stimmt. Ich bin eigentlich. Irgendwie springen die immer sofort auf dich an. Ich bin halt auch einfach nett. Also, das muss man natürlich auch dazu sehen. Und ich weiß nicht. Ich denke, dass es als zustimmende Person zu geben, ist sehr befremdlich. Und dann finde ich es natürlich auch fragwürdig, Menschen vorzumachen, jemand zu sein, der man nicht ist. Während die meisten Trolle anonym bleiben, zeigen zwei ihr Gesicht, Imp und Dorian, selbsternannte Übermenschen. Sie inszenieren sich als Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Menschen mit anderen Ansichten sollen sich bitte löschen. Bitte lösch dich, bitte lösch dich. Lösch dich, André Teilzeit. Dämlicher, behinderter Trottel. Alter, lösch dich doch einfach. Dorian und Imp ärgern sich außerdem, dass man in Deutschland nicht den Holocaust leugnen darf. Ich weiß ja bei nichts, wo ich nicht selber dabei war, dass das 100% passiert ist. Dorian fällt auch mal auf durch T-Shirts mit Hakenkreuzaufschrift oder Konzentrationslager-Punchlines. Du Idiot, hast weder Haare noch einen blassen, auch Talent. Und nach dem Umzug ins KZ kann man dich Aschehaufen nennen, du Nogger. Hakenkreuz-T-Shirt, Beleidigungen gegen Frauen, Schwule, Andersdenkende. Ziemlich viel Scheiß, der da zusammenkommt. Aber warum das Ganze? Mich würde es sowieso interessieren, was die Person selbst zu dem sagt, was wir über sie denken und was wir davon halten. Am Ende sind es immer Menschen. So, ich meine, was erwartet man, dass da jetzt auf einmal irgendwie so ein Monster aus dem Schrank kommt oder so? Also ich will nicht wissen, ob der Typ eigentlich ganz okay ist oder nicht, sondern ich will wissen, was ihn bewegt und also was steckt dahinter. Das will ich halt wissen. Wirklich das rein menschliche Interesse daran, was den antreibt. Imp und Dorian sind nur zwei Trolle von vielen. Doch wir entscheiden uns, sie zu kontaktieren. Wir wollen mit ihnen sprechen. Nach einigem Hin und Her sagen Imp und Dorian zu. Patrick und Sibel fahren zum Gespräch mit ihnen. Wie seid ihr überhaupt zu YouTube gekommen? Ja, mit der Zeit hat man einfach immer mehr Dinge gesehen, die ich einfach komplett falsch finde, wo ich finde, dass man darüber reden muss. Ja, ich finde halt auch Zensur total scheiße, dass man jemand eine Meinung hat, der sagt öffentlich, was er denkt zu einem Thema, und dann wird gesagt, nee, das ist Hate Speech, das wird jetzt hier entfernt, stumm geschaltet. Nicht total daneben ist. Also wollt ihr die Welt verbessern, oder? Was wäre denn das ideale Ergebnis von den Videos, die ihr macht, zum Beispiel den Lösch-Dich-Videos? Dass die Leute sich löschen. Unterschrieben. Und was wäre eurer Meinung nach Hass oder Hate? Naja, Hass ist halt erstmal ein Gefühl, ne? Gibt ja auch, denke ich mal, gute Gründe, Leute zu hassen. Das Hakenkreuz-T-Shirt viel zitiert. Hakenkreuz-T-Shirt? Also es steht
Ja. Was steht auf dem T-Shirt? Ich weiß nicht, ich habe nie ein Hakenkreuz-T-Shirt getragen. Du hast ein T-Shirt getragen, wo HKNKRZ draufsteht? Ja. Was hat das mit dem Hakenkreuz zu tun? Warum dieses Beharren auf dieser Nazi-Ästhetik? Ist halt eine seltsame Art von Nischenhumor. Das kann man, glaube ich, schwer erklären. Aber wir haben halt auch vor allem nie irgendwas gesagt, was jetzt tatsächlich in eine rechtsideologische Richtung geht. Wir haben halt immer nur in gewisser Weise mit Dingen provoziert, die halt in einem gewissen Maße so verstanden werden können. Provokation um jeden Preis und mit allen Mitteln. Und wenn es eben Nazi-Symbole und Hasskommentare sind, spielen Sie mit Ihren Witzen letztlich rechtsextrem in die Hände? Ja, nee, tue ich nicht. Das ist einerseits nicht meine Intention und andererseits auch zumindest meines Erachtens nach nicht das, was ich mache. Ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass ich viele Sachen, die ich sage, nicht unbedingt ernst meine. Es soll ja auch irgendwie in irgendeiner Weise ansprechend sein. Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Zwei Trolle, die von ihren Computern aus Leute beleidigen und nerven. Und folgsame Anhänger, die ihnen hinterhertrotten und massenweise Hass verbreiten. Nazi-Symbolik, Sprüche klopfen am Rande der Volksverhetzung. Auffällig bleibt, dass sie mit ihrem total lustigen Holocaust-Humor durchaus bei rechtsextremen punkten. Online lässt man sich für sowas als digitaler Freiheitskämpfer bejubeln. Bei kritischer Nachfrage ist aber auf einmal alles nur Spaß. Was ist die Faszination daran, dass man zusammenkommt, um gemeinschaftlich Dinge scheiße zu finden? Woher kommt das? Da gibt es Forschung, dass es tatsächlich Langeweile ist. Die Leute haben nichts anderes zu tun. Und es gibt ein anderes, sehr wichtiges Grundbedürfnis von Menschen, nämlich gesehen zu werden oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Man muss immer davon ausgehen, dass jeder, der hatet, Trolle oder organisierte Leute, was auch immer, dass die denken, wenn ich den niedermache, dann ist das voll gut. Aber da gibt es noch ganz andere Konstrukte, in denen sich Menschen gerade auch politisch bewegen, wo sie denken, es geht um Gerechtigkeit und das ist gut, was ich mache. Trollen als Waffe für Gerechtigkeit. Um die eigenen Überzeugungen in die Welt zu brüllen, sind Trolle besonders laut. Ein Problem sind aber auch Facebook, YouTube und die anderen Netzwerke. Bei ihnen wird aus dem Kampf um Aufmerksamkeit ein Geschäft. Und in diesem geht es vor allem ums Geld und weniger um Wahrheit. Ich kann mir Follower kaufen, ich kann mir Likes kaufen und kann so die wenigen Hinweisreize, die es in den sozialen Netzwerken gibt, manipulieren. Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Kennt die Strategien von Trollen, ist Hacker, Nerd und Psychologe. Sodass eine Person nachher davor sitzt und sagt, oh, dieser Tweet von Donald Trump gefällt 100.000 Leuten innerhalb von 5 Minuten. Unter der Annahme, dass vielleicht nicht alle 100.000 Leute wirklich lebende Personen sind, sondern einiges davon technisch abläuft, haben wir hier eine technisch vermittelte Täuschung. Tatsächlich führt uns unsere Analyse zu einigen Fake-Accounts. Accounts auf Facebook und YouTube, fast ohne soziale Beziehungen, aber tausenden Hasskommentaren. Häufig agieren diese Accounts gemeinsam, wie auf Befehl. Einige Trolle haben eigene geschlossene Chat-Server. Der Troll Die Vulgäre Analyse hat eine besonders aktive Community. Sie posten hier Beutelinks und sprechen von Frischfleisch. Sie meinen damit missliebige Inhalte, die sie angreifen wollen. Kein Wunder, dass auch rechte Aktivisten Trollen und Hassbotschaften ganz bewusst als politische Waffe einsetzen. Wenn dich diese Übertragung erreicht, bist du der Widerstand. Wie in diesem Video sprechen rechtsextreme Kreise gerne von einem Infokrieg. Mit eigenen Medienformaten und dem Kampf gegen andere Inhalte wollen sie das Meinungsklima verändern. Wir stoßen online auf Handbücher, die von rechtsextremen Gruppen geteilt werden. Wie bringst du deine Gegner in Rage? Wie erstellst du Fake-Accounts? Alles sehr detailliert dargelegt. Die Mittel? Beleidige. Trolle den Fick aus ihnen heraus. Beliebte Ziele? Junge Frauen, die direkt von der Uni kommen. Und schwacher Punkt ist oftmals die Familie. Das Handbuch ist ein Crashkurs im Trollen für rechtsextreme Aktivisten. Vorbild der rechten Trollkriege sind die USA. Der Kampf ums Weiße Haus 2015 und 16, er wurde auch im Internet entschieden. Und Trolle spielten hier eine überraschend große Rolle. Donald Trump gegen Hillary Clinton. Massenweise tauchten Fake News auf, also bewusst gestreute Lügen, aber auch rassistische Bilder und verächtliche Memes als Teil des Wahlkampfs.
Meme spielten dann eben auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle im Wahlkampf, die sogenannten Meme Wars, wie es die Trolle nannten, wo sie dann aus politisch heiklen Informationen oder manchmal auch einfach nur Fake News sogenannte sehr, sehr einfache Bilder gebastelt haben. Der Meme War. Ein Krieg mit Bildern, kurzen Botschaften, Hassmitteilungen. Ihr Inhalt? Oft rassistisch, häufig Lügen oder Beleidigungen. Der Held? Donald Trump. Die Trolle stellen sich oft als seine Armee dar. Die Trolle selber behaupten von sich, dass sie den Präsidenten in sein Amt geshitpostet haben. Ein gutes Beispiel ist der Slogan Can't Stump the Trump. Zu Deutsch so viel wie, du kannst Trump nicht übertrumpfen. You can't stump the Trump. Die Trolle prägen den gesamten Online-Wahlkampf in den USA. Im Sinne Donald Trumps. Kein Wunder, dass er selbst die Inhalte der Trolle teilte. Haben die Trolls in Trump eigentlich einen von ihnen gesehen? Er bringt Chaos in die Debatte, er bringt die Leute zum Streiten. Und all das ist das, was Trolle einfach toll finden. Trump als Sieger dieses Wahlkampfes ist für sie sozusagen das absolute Meisterstück. Trump als Meisterstück der Trolle? Könnten Trolle gemeinsam mit politischen Aktivisten auch in Deutschland Einfluss auf die Politik nehmen? Auf Facebook und YouTube finden wir Hotspots des Hasses. Aber noch haben wir kaum Spuren, wie und wo er organisiert wird. Wenn es uns darum geht zu gucken, wie Rechte sich eventuell organisieren, ist Facebook meiner Meinung nach gerade nicht das Ergiebige. Weshalb ich angefangen habe, außerhalb von Facebook zu recherchieren. Das ist Hans. Er ist für uns monatelang in rechtsextremen Zirkeln unterwegs. Online. Undercover. Über Monate pflegt er seine Parallelidentitäten. Ausgiebig postet er in rechten Gruppen, teilt deren Inhalte. Er freundet sich mit rechten Aktivisten online an. Wir stoßen auf ein Video des ultrarechten YouTubers Nikolai Alexander. Es ist ein Aufruf zum Meme-Kampf. Ziel der ersten Kampagne ist es, die AfD so stark wie möglich in den Bundestag zu hieven. Wir werden heute also auch den Meme-Krieg oder vielleicht sogar Meme-Blitzkrieg, denn es sind ja nur noch 24 Tage, gegen die Köterrasse im Bundestag eröffnen. Es geht um Aktionismus und Patriotismus und dementsprechend muss man, um auf diesen Server zu kommen, da was nachweisen können sozusagen. Und das habe ich halt gemacht und bin da jetzt Mitglied. Das interne Organigramm der Gruppe zeigt, die 6000 rechten Aktivisten versammeln sich online unter strenger Hierarchie bei Reconquista Germanica, übersetzt Rückeroberung Deutschlands. Täglich gibt es Befehle, Inhalte, die angegriffen werden sollen, verkündet vom Oberkommando. Ja, die Hierarchie hat sich inzwischen ja auch noch schön aufgeschlüsselt. Es gibt Feldjäger und Sondereinsatzkommando, General, Paladin. Was treibt das Sondereinsatzkommando? So eine Art Stoßtrupp, die YouTube und Twitter nach Inhalten durchforsten, die dann angegriffen werden sollen. Am folgenden Tag hat der Stoßtrupp offensichtlich mich ins Visier genommen. Es geht um dieses Video. Nahezu alle Beobachter scheinen sich einig zu sein, dass sie auch die anstehenden Bundestagswahlen wieder gewinnen wird. Das Oberkommando fordert seine Mitstreiter dazu auf, mich zu beleidigen. Unmittelbar nach dem Befehl, um 21.14 Uhr, beginnen mehrere Accounts, verächtliche Kommentare unter mein Video zu posten. Das wirkt wie eine spontane Empörungswelle im Netz, wird in Wahrheit von rechten Aktivisten gesteuert. Die sind stramm organisiert und rüsten sich längst für größere Ziele. Hans stößt auf geschlossene Gruppen auf dem Server. Zutritt nur für hochrangige Mitglieder. Da müssen wir rein. Wir wollen befördert werden, um noch klarer zu sehen, wie organisieren die Trolle diesen Trollkrieg. Davor steht ein Bewerbungsgespräch, live über den Chat-Server. Was sind dann jetzt also die konkreten Anforderungen, um auf diese höheren Ebenen zu kommen? Na, ich nehme an, dass ich in diesem Rekrutierungsbüro meine Bewerbung abgebe. Das heißt, da schreibe ich, wie toll ich das alles finde und dass ich mich gerne mehr einbringen möchte. Und dann hoffe ich, dass ich in diesen Chat eingeladen werde. Und da muss ich dann irgendwie überzeugend Patriot sein. Das darfst du jetzt nicht sagen. Ist das aufregend? Augen geradeaus oder sowas. Ob das Rekrutierungsbüro geöffnet ist. Was können wir denn da jetzt machen, damit die dich merken? Vor allem Feldjäger, was machen die denn eigentlich?
Ja, was machen die alle in der Zeit? Die sind wahrscheinlich militärischer Abschirmdienst. Aber kannst du jetzt hier nicht mal dem Offizier schreiben, hier, los geht's, Freund? Der ist doch online hier, Düsendiskus. Schreib doch mal Düsendiskus. Ja, schreib mal Düsendiskus. Warum seid ihr denn so ungeduldig? Ja, aber wir wollen, dass was passiert. Ja. Das ist das wichtigste Bewerbungsgespräch deines Lebens. Das ist sozusagen das Höchste, was du je erreichen kannst. So als Deutschnationaler. Hm. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich? Okay, du möchtest Gefreiter werden? Genau. Ich habe dir einen Link geschickt, weil ich ganz gerne würde, dass du den kurz auf Twitter retweetest, damit ich sehe, dass du das bist, weißt du? Ja, ja klar. Kleinen Moment. Gesagt, getan. Kannst du mir vielleicht immer ein bisschen was über dich erzählen? Also über deine Person, wie alt du bist und so weiter? Also ich bin 29 und wohne in Berlin. Ich habe studiert Politik und bin dadurch so ein bisschen auf, naja, sagen wir mal, konservativere Theorien gestoßen. Und na, was bedeutet es denn für dich, Patriot zu sein? Sich seiner Herkunft bewusst zu sein und seinen kulturellen Wurzeln und die damit verbundenen Traditionen und eben nicht darauf zu pfeifen. Okay. Und was hältst du von außereuropäischer Massenmigration nach Deutschland? Also jetzt zum Beispiel die Flüchtlingskrise 2015. Wie stellst du dir Deutschlands Zukunft vor in deinem persönlichen Wunschszenario? Du kennst Martin Sellner und sein Buch. Sagt dir der Begriff Umvolkung was? Was ist denn für dich deutsche Identität? Warst du schon mal in einer Partei politisch aktiv? Was ist Deutschland für dich? Wichtig ist deutsche Identität für dich und wie würdest du deutsche Kultur beschreiben? Ja, also ich denke, dass wir dich auch noch woanders gebrauchen könnten. Und zwar, also ich befördere dich, du hast bestanden. Richtig geil. Wir sind plötzlich ganz tief drin im rechten Trollserver und lesen und hören alles mit. Über Wochen. Die Trollangriffe werden im Sprachchat geplant. Ein Riesenvorteil, der Sprachchat ist weitgehend anonym und nicht zu durchsuchen. Heute finden einige Schlachten mal im Internet statt. Das ist psychologische Kriegsführung. Das sind degenerierte Weicheier. Sind das nicht gewohnt? Es könnte extrem demotivierende Auswirkungen auf diese Leute haben. Die rechten Trolle wollen auf den Social-Media-Plattformen die Stimmung manipulieren. Mit Hetze und Fake-Accounts. Sag mal Leute, wie viele Fake- oder Brand-Accounts kann man denn nun jetzt eigentlich machen? Ich habe bestimmt schon 12. Ich glaube, da kannst du 99 packen. Holy shit. Die rechten Infokrieger sehen sich gerne als Stimme der Mehrheit. Aber leider muss diese Mehrheit erst mit unzähligen Fake-Accounts irgendwie gefälscht werden. Alles für den großen Umsturz. Einfach das Alte zu zerstören, kaputt zu machen. Die EU und die BRD. Die staatliche Struktur muss geschwächt sein. Massiv geschwächt sein. Es ist Spätsommer 2017. Noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl. Intensiv beobachten wir, wie die rechten Trolle die Bundestagswahl manipulieren wollen. 16 Millionen Menschen sehen das Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Es ist der Höhepunkt des Wahlkampfs. Schönen guten Abend hier live aus Berlin. Auf Twitter tauchen an diesem Tag überraschend viele Tweets mit dem Hashtag Reconquista und Verräterduell auf. Wir wissen, dahinter stecken die Trolle aus dem Reconquista-Server. Sie kapern die Online-Diskussion, drücken ihren Stempel auf. In den nächsten Wochen verstärken die Trolle ihre Bemühungen noch. Sie erstellen massenweise Memes. Offiziere, die sagen, wir brauchen jetzt ein Meme, dann wird dann ein Channel zugemacht und dann wird noch ein lustiger Rang ausgelobt. Wer das schönste Meme macht, wird Meme Lord. Die Memes sind für sie die Munition. Gegen Muslime, andere Parteien und für die AfD. Sie teilen sie. Tausendfach. Den Erfolg der AfD beanspruchen die Trolle gern für sich. Mit gezielten Falschmeldungen soll die Partei gestärkt werden. Ein Infokrieg mit Fake-Accounts, Hetze und rassistischen Bildern. 6000 Leute warten täglich auf einem Server auf neue Befehle, was sie zu posten haben. Und sie können sogar wie in einem Videospiel aufsteigen. Traumjob, Meme-Lord also. Und die Befehlshaber ganz oben, die haben vor allem zwei Ziele. Propaganda für die AfD und maximale Aufregung. Ich bin der Überzeugung, ohne die sozialen Medien hätte es die AfD in der jetzigen Form und so in Anführungszeichen früh nicht gegeben.
Das ist Lars Steinke, junger AfD-Funktionär aus Niedersachsen und Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion in Hannover und sehr aktiv in den sozialen Medien. Ein bisschen bunter, ein bisschen provozierender, ein bisschen auffallender versuche ich mich darzustellen. Mit Postings wie diesem, mit Armbrust und dem Hashtag DefendEurope oder Selbstverteidigung. Wir haben die Vermutung, Lars Steinke ist als Lars Jungpolitiker auch auf dem Reconquista-Server. Ein AfD-Jungfunktionär und Mitarbeiter des Landtages. Als rechter Troll? Ich bin damals bei YouTube über dieses Video gestolpert und bin dann irgendwann auf dieses Video gestoßen, wo es eben dann auch zu dem Discord-Server ging. Und habe das aus Interesse verfolgt, habe gesehen, dass da viele Patrioten sich auch engagieren bzw. es gut finden. Und ja, in dem Zusammenhang ist mir das bekannt. Haben Sie sich selbst bei den Twitter-Shitstorms beteiligt? Zwischendurch schon, manchmal, ja. Naja, das ist ja keine neue Strategie. Das ist ja, also man muss ja explizit auf, wo hier auch gerade die Kappe hängt, muss man ja explizit auch auf den Wahlkampf in den USA ansprechen, dass das Strategien sind, die auch funktionieren. Das ist ja auch nichts Verbotenes, das sind die Algorithmen, man weiß, wie sie funktionieren und kann damit eben Werbung auch für eine bestimmte Richtung machen, für eine Partei, für eben auch eine Bewegung. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ziemlich attraktiv. Das ist aus meiner Sicht der Wahlkampf der Zukunft. Steinke feiert Trumps Wahlkampf, der in den USA seit Monaten von FBI-Sonderermittlern untersucht wird. Online beteiligt er sich an organisierten Shitstorms, inklusive gefälschter Accounts, rassistischer Memes und Hate-Storms gegen Einzelne. Auch auf der Straße umgibt Steinke sich gern mit Rechtsextremen, hier auf einer Demo der Identitären Bewegung. Das alles als Mitarbeiter einer Landtagsfraktion. Insgesamt kann man sagen, dass rechtsextreme Gruppen schon sehr lange die digitalen Medien für sich entdeckt haben, also auch schon zu den frühen Nutzern des Webs in den 90er Jahren gehört haben. Die sozialen Medien stellen eine sehr kostengünstige Möglichkeit der Koordination und Kommunikation dieser Gruppen untereinander dar. Patrick und Hans machen sich auf den Weg nach Frankfurt, um einen der zentralen Köpfe der jungen Rechtsextremen in Europa zu treffen. Martin Sellner. Wie Steinke war auch er als VIP auf dem Reconquista-Server. Trollen und Haten, das sind für ihn politische Waffen. Also ich halte das für eigentlich normale Manöver im Infokrieg. Das Haten, das Trollen im Internet ist einfach ein Bestandteil dieses Raums. Wenn man das nicht erträgt, dann soll man diesen Raum nicht betreten. Sellner ist 29 und lebt in Wien. Gesicht und Posterboy der rechtsextremen, identitären Bewegung. War früher in rechtsextremen Wehrsportgruppen. Heute gibt er sich geläutert und als Marketingstratege der Identitären Bewegung. Die Gruppe organisiert nur etwa 300 bis 400 rechtsextreme Aktivisten in Deutschland. Ein Scheinriese, der vor allem eines gut beherrscht: PR für die eigene Sache. Schöne Bilder für Facebook und YouTube produzieren. Zum Beispiel mit einer Schiffsaktion, mit der sie Migration übers Mittelmeer dokumentieren und verhindern wollen. Die Identitäre Bewegung gibt sich hip. Äußerlich erinnert wenig an die dumpfen Nazis der 90er Jahre. Sie sagen nicht Ausländer raus, sondern Remigration. Inhaltlich ist das das Gleiche. Der Berliner Verfassungsschutz beobachtet die Identitäre Bewegung, kurz IB. Sie hält sich für einen Gegner der demokratischen Ordnung. Die IB gehört in den Rechtsextremismus. Sie wird von uns auch als rechtsextremistische Struktur bezeichnet und auch dargestellt. Die Gefährlichkeit liegt in dem schleichenden Prozess, der in unsere Gesellschaft hineingetragen wird, Menschen, die anders sind, auszugrenzen und schlicht und ergreifend eben dem Prinzip zu folgen, Deutschland nur für Deutsche, mit der Umkehrargumentation, also soll keiner hierher kommen, das würde uns schwächen, also wollen wir keine haben. Das ist zwar genau das Gleiche, Ausländer raus, aber es ist nur völlig anders aufgebaut von der Darstellung. Sellner ist so etwas wie der Influencer der Extremrechten. Über 8000 Follower auf Instagram und Facebook, über 30.000 Abos bei YouTube. Im Infokrieg, in dem wir uns befinden, ist ein gutes Video ist oft mehr wert als eine Aktion. Aber klar, ich habe meine Kamera immer dabei und ich versuche auch in einem Vlog-Stil, ja, den Zusehern auf meinem YouTube-Kanal sie teilhaben zu lassen. Und ein Aufbau einer Affenliebe, ja, einer komplett absurden Verehrung des Fremden, des Exotischen. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Der Inbegriff dieses linksliberalen, verlogenen, heuchlerischen Gutmenschentums.
Sellner spricht häufig von einem Infokrieg, in dem wir uns angeblich befinden. Den beschreibt er auch in seinem Buch Identitär, das er auf der Buchmesse hier in Frankfurt vorstellt. Sellner wies online auch auf die Anleitung für rechte Trolle hin, man solle vor allem junge Frauen ins Visier nehmen und beleidigen. Er initiierte selbst den Trollserver Infokrieg und war Mitglied bei Reconquista Germanica. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für das Trolling. Ja. Du willst halt im Internet einen Effekt haben, du willst eine Reaktion haben, du willst irgendwie auch eine Anerkennung haben, du willst haben, dass etwas passiert, und den erreichst du immer durch die maximale Provokation. Das ist natürlich auch ein bisschen, das macht den Leuten ein bisschen Spaß. Ja. Das ist, es bringt halt schon, also es ist eine Art Machtbeweis. Ja. Man zeigt, wie viele Leute man mobilisieren kann. Ich finde das jetzt nicht cheaten oder unfair, sondern es ist auch ein Zeichen davon, dass es die Leute gibt und dass sie das irgendwie ausdrücken und machen wollen. Ich glaube, am Ende sehe ich in dieser ganzen Sache so einen Wirbelsturm, ein Chaospotenzial an Ironie, zum Teil auch Hass, auch Wut und Zorn, ja, das immun geworden ist gegen jedes moralische Dogma. Und dieser Wirbelsturm, dieser Tornado, der wird meiner Meinung nach die Political Correctness massiv beschädigen und sprengen. Geile Logik. Weil Trolle und Hater das Klima vergiften, sollen sich alle anderen doch bitte mal löschen. Das Internet als Schlachtfeld für eine andere Gesellschaft. Und Dinge wie Gleichberechtigung oder Menschenwürde sind im Zweifel nichts weiter als lästige Dogmen, die es abzuschütteln gilt. Wer nicht mitmacht, für den ist kein Platz. Wer widerspricht, der soll sich löschen. Ihre Botschaft lautet: Das ist unser Netz. Aber das stimmt nicht. Sie sind wenige, aber sie sind gut organisiert, sie denken strategisch und sie manipulieren. Soziale Netzwerke als Kriegsschauplatz für Trolle und rechte Infokrieger. Gibt es keinen Weg, es ihnen zumindest nicht so leicht zu machen? Es gibt immer einen Weg, und wir haben den Weg gefunden, und wir haben eine kleine Fake-Account an mir erstellt. Das sind Accounts, die ganz normal aussehen, ganz menschlich. Wir können Likes, Dislikes generieren, wir können Kommentare massenhaft schreiben, Views bei YouTube generieren und einfach Liebe verbreiten, zum Beispiel auf YouTube. Daniel kann im Netz alles besorgen. Und das Team hat genug von dem ganzen Hass und will die Trolle mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur ohne den Hass eben. Lovestorm statt Hatestorm. Daniel und der Rest wollen zeigen, es ist so verdammt einfach mit den Fake-Accounts, mit der Manipulation der öffentlichen Meinung. Die Grundlagen der menschlichen Psychologie gehören zu meinem Subverteam. Aristoteles war kein Belgier. Buddhismus lautet, nicht jeder kämpft für sich. Es muss sinnlos werden. Ich selbst halte die Idee für Unsinn. Erfahrungsgemäß bekämpft man Feuer ziemlich scheiße mit Feuer. Aber das Team will es unbedingt wissen. Mit Nonsens, dämlichen Fragen, Herz-Emojis und Kalendersprüchen. Sie fragen Martin Sellner, wieso er seine Wäsche auf dem Boden faltet oder sein Studium noch nicht abgeschlossen hat. Und die rechten Trolle von Reconquista Germanica überraschen sie mit ein paar hundert Dislikes und oberklugen Kommentaren. Ein Deutscher ist ein Mensch, der keine Lüge ausspricht für den Schmerz, dessen Ego und sich das Recht hart auch gegen andere zu sein, ein Idiot ist. Auf dem Server und auf YouTube lässt sich beobachten, wie dünnhäutig die Trolle plötzlich reagieren. Gestern Abend waren die Dislikes noch nicht da. Beeindruckende Heeresstärke, aber gegen die Reconquista Germanica werdet ihr gnadenlos untergehen. Das Team hat zurückgetrollt. Am Ende verstecken die Trolle die vielen Dislikes. Ihrem Verständnis nach kommt das wohl einer Kapitulation gleich. An einem Freitagabend entdecken Daniel und das Team im Trollserver einen Hinweis auf ein Video des YouTubers Tarek. Er soll als nächstes attackiert werden. Das Team wagt das Experiment. Können sie mit wenigen Mitgliedern gegen die geballte Masse der Hater ankommen? Können sie mit massenhaft positiven Kommentaren die Hasskommentare neutralisieren? Der Konflikt eskaliert. Die Hater fühlen sich durch den offensichtlichen Love-Troll-Angriff provoziert und sie schlagen zurück. Ein Shitstorm bricht über Tarek herein. Und mir kam das auch schon irgendwie ein bisschen komisch alles vor. Aber relativ schnell kam halt dann dieser Vorwurf mit, ich hätte diese Kommentare gekauft, und ab da war dann eh schon vorbei. Es kam dann halt wieder Hass, Troll und was weiß ich nicht was für Kommentare und halt echt auch Verschwörungstheorien. Naja, es hat ein bisschen damit aufgehört, dass ich ja dann irgendwann auch gehackt wurde. Und dann wurden irgendwie meine Videos gelöscht auf YouTube und dann halt irgendwann der komplette Kanal. Dann war Twitter weg, Insta war weg, also meine ganze Netzarbeit war quasi verschwunden. Dann war halt das Krasseste, dass halt dann mir jemand gesagt hat, Tarek, pass auf, die haben gerade dein Perso-Bild gepostet. Ich glaube, das Ziel ist es ja auch immer so ein bisschen, und das haben wir damit ja auch erreicht, irgendwie auch zu zeigen, wie,
wie einfach diese Leute auch gestrickt sind einfach. Wir haben da einmal irgendwie so ein paar Kommentare rausgehauen und sind sofort alle angebissen. Das sind wir und das ist die Reaktion auf uns. Also haben wir hart verschissen. Das ist ja so ein bisschen backfired. Ne? Bei Tareks Video hat jetzt minus, glaube ich, 4000 Downvotes, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und dann so ein kleiner Balken positiv. Das heißt, unser Love-Trolling ist im Grunde genommen genau das nicht geworden. So. Meine Befürchtung bestätigt sich. Der Hass wird nicht weniger, sondern mehr. Und mit Tarek trägt ein Unbeteiligter ohne Schuld die schwersten Folgen davon. Er erhält noch mehr Drohungen und Beschimpfungen. Meines Erachtens nach ist es jetzt nicht so wichtig, dass man jetzt die Leute so einzeln raussucht und sagt, guck mal hier, das ist ja das Schwein oder so. Sondern das Wichtige ist ja wirklich einfach, dass die Struktur insgesamt im Netz momentan so ist, dass sich viele Leute auf eine Ebene begeben, wo sie versuchen, andere Leute zu verletzen, andere Leute runterzumachen. Und offensichtlich hat er ja auch kein Interesse mehr gehabt. Klar, die Situation ist abgefuckt. Ich habe ja auch nicht angefangen, auf YouTube politische Videos zu machen, um dann Morddrohungen zu bekommen oder gehackt zu werden. Diese Medien, die irgendwann mal mit dem Gedanken geschaffen wurden, dass wir da die Menschen näher zueinander bringen, den Austausch von Wissen und Meinungen irgendwie fördern, führen zu einer Zuspitzung, zu einer Konfrontation, zu einer Feindschaft zwischen uns und bewirken so genau das Gegenteil. Das werden wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Wir sind der festen Überzeugung, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Sagt sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seit Beginn des Jahres gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es soll es erleichtern, Hass im Netz zu verfolgen. Ich besuche Christoph Fischer und zeige ihm ein paar Kommentare und Videoausschnitte eines Trolls. Fischer ist Anwalt und hat schon zahlreiche Hate-Opfer vertreten. Lusch meinen Schwanz, du scheiß Bastard. Du verlogene, heuchlerische, erbärmliche kleine Ansammlung wertlosen menschlichen Abfalls. Sowas ist ganz klar verboten in Deutschland. Das ist auch keine Frage der Meinungsfreiheit mehr hier. Gerade wenn es um so schwerwiegende Vorwürfe wie Volksverhetzung geht. Was würden Sie als ein realistisches Strafmaß einschätzen? Also wenn es zu einem Strafbefehl oder einer Verurteilung wegen Volksverhetzung kommt, ist das normale Strafmaß, das möglich ist, zwischen 3 Monaten und 5 Jahren. Wie ernst nimmt die Polizei das, wenn da so ein YouTube-Link reinflattert? Vor ein paar Jahren haben wir das noch erlebt, dass so Anzeigen einfach direkt im Papierkorb gelandet sind. Das ist heute definitiv nicht mehr der Fall. Juristisch können wir immer nur das Allerschlimmste abschöpfen. Dieses unangenehme Diskussionsklima, das man immer wieder antrifft in Social Media, das wird sich dadurch nicht beheben lassen. 2016 wurden in Berlin 900 Ermittlungsverfahren wegen Hate Speech im Internet eingeleitet. Im selben Jahr gab es nur 22 Verurteilungen. Meistens gibt es heftige Geldstrafen. Für diesen Post zum Beispiel musste der Schreiberling 2000 Euro blechen. Aber Polizei und Justiz allein können ja auch nicht die Lösung sein. Manipulationen durch Fake-Accounts und Trollarmeen lassen sich allein durch Gesetze wohl kaum aufhalten. Aber was ist eigentlich mit Facebook und Co.? They can sit down together and tell jokes or make up stories or just listen. So stellen sich Facebook und YouTube gerne selbst dar. Alles voll piesig. Hate Speech, Trolle, manipulierte Wahlkämpfe. Das findet sich da alles natürlich nicht wieder. A celebration of what humans can do. Warum zur Hölle ist es so einfach, einen derartigen Weltkonzern so an der Nase rumzuführen mit Fake-Accounts und Hasskommentaren? Hier sitzt Facebook in Berlin, sozusagen die deutsche Zentrale eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Dieses Unternehmen kann mit Software nackte Frauen auf Ölgemälden erkennen oder Pimmel an Statuen. Aber sobald jemand schreibt, stirb du Hurensohn, ist der Algorithmus leider überfordert. Mit uns sprechen wollten sie darüber leider nicht. Stattdessen gab es eine schriftliche Antwort ihrer PR-Agentur. Unser Team zur Bekämpfung von Missbrauch ist ständig damit beschäftigt, Kontrollinstanzen zu entwickeln und zu aktualisieren. Somit können wir verdächtige Aktivitäten an verschiedenen Punkten der Interaktion auf der Webseite erfassen. Hä? Auch YouTube möchte sich vor der Kamera lieber nicht äußern. Wir schauen uns ständig an, inwieweit wir Prozesse verbessern können, um es den schwarzen Schafen so schwer wie möglich zu machen, unsere Plattform zu missbrauchen. Schwarze Schafe? Okay. Offenbar sind ein paar Trolle im Netz klüger als 2 der wertvollsten IT-Unternehmen der Welt. Social-Media-Plattformen funktionieren ja so. Denen kann es im Grunde egal sein, welche Inhalte auf ihrer Plattform sind. Lüge oder Wahrheit, Hass oder Liebe. Schrecklich neutral. Denn Geld verdienen sie damit immer. Nur kümmern wollen sie sich um nichts. Dabei steht mehr auf dem Spiel als ein paar gebrochene YouTuber-Herzen. Es geht um die Frage, wie wollen wir miteinander reden? Wie zusammenleben? Welchen Platz hat jeder Einzelne? Online wie offline. Heute und in Zukunft. Wir waren unterwegs. Ein Jahr lang. Weil wir wissen wollten,
Was ist hier eigentlich los? Wir haben uns zusammengetan, recherchiert, Programme entwickelt und herausgefunden, der Hass im Netz hat viele Gesichter. Leute von nebenan, Organisatoren und politische Nutznießer. Das alles ist kein Zufall. Der Hass ist organisiert, aber er ist auch Ergebnis einer gespaltenen Gesellschaft. Einer Gesellschaft im Kampfmodus. Was hilft? Hinsehen. Mitreden. Strategien der Trolle entlarven. Eigene Fehler eingestehen. Kritik zulassen. Den Trollen nicht das Netz überlassen. Sagt ja keiner, dass es einfach wird. Aber irgendjemand muss es ja tun. Soll ich mich löschen, weil meine Hater es gerne hätten? Never. Ich fange gerade erst an. Der Hass im Netz ist organisiert. Ihr wollt aber nicht, dass das so bleibt? Abonniert unseren Kanal Lösch dich und schaut euch an, was wir noch so über Trolle und Hater rausgefunden haben. Augen auf im Netz und hier mal raufklicken.